Stahl 1. Vom Erz zum Roheisen. Erläuterungen, Fakten, Besichtigung. Ein Wissensfloater mit Videos, Animationen und Hörtexten. Eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit ist die Erzeugung von Stahl durch Verhütten eisenhaltiger Erze in einem zweistufigen Prozess. Hier zunächst der Weg vom Erz zum Roheisen. Dabei verwenden wir einige Begriffe aus der seit 1000 Jahren entwickelten Hüttensprache. Die Hütte ist eine oft mehrere Quadratkilometer große Fabrikanlage im Wert von vielen Milliarden Euro. In einer Eisenhütte werden Eisenerze angeliefert, gelagert und verarbeitet. Die bei uns verhütteten Eisenerze kommen aus den unterschiedlichsten Gegenden der Welt. Aus Brasilien das meiste, aber auch aus Kanada und Australien, Afrika und Europa, hier speziell aus Schweden. Als Eisenerze bezeichnet man Mineralvorkommen, die abbauwürdige Mengen an Eisenoxid enthalten. Geeignet sind Erze mit mehr als 60% Eisen. Die anderen mineralischen Bestandteile nennt der Eisenhüttenmann die Gangart. Das im Tagebau gewonnene Erz wird von Übersee per Hochseeschiff und weiter mit Leichtern, Kran- und Bandanlagen zum Erzlager transportiert, teilweise mehrere Millionen Tonnen pro Jahr. Das Erz sollte stückig sein, um das Strömen der Gase im Hochofen zu erleichtern. Feinkörnige Erze müssen deshalb in einer Sinteranlage vorbearbeitet, zusammengesintert, sozusagen in Stückform gebracht werden. Im Lager liegen auch die Zuschläge. Zuschläge sind Mineralien, die den Verhüttungsprozess unterstützen, indem sie die Gangart und die Asche in leicht schmelzende Schlacke überführen. Solche Zuschläge sind zum Beispiel Kalkstein CaCO3 oder Kies SiO2-Siliziumoxid. Die Mischung von Erz und Zuschlägen nennen die Fachleute den Möller. Der Hochofenprozess ist ja ein Reduktionsvorgang. Die Reduktion der Eisenoxide erfolgt mit Kohlenstoff in Form von Koks. Koks entsteht beim Erhitzen von Kohle ohne Sauerstoff in den Kammern der Kokerei. Alles zusammen, Möller und Koks, werden dem Hochofen zugeführt. Eine Hochofenanlage besteht aus dem eigentlichen Hochofen, der bis zu 40 Meter hoch sein kann, oft kaum zu erkennen in den bis zu 100 Meter hohen Umbauten aus Stahl und der dazugehörigen Abstichhalle. Weiter aus den Beschickungsanlagen mit Förderbändern für Möller und Koks sowie den Anlagen zur Zuführung der Verbrennungsluft hüttenmännisch als Wind bezeichnet. Der Wind wird in Winderhitzern, nach dem Erfinder Cowper genannt, durch Verbrennen eines Teils des anfallenden Gichtgases, das zuvor gereinigt wurde, aufgeheizt. Der Hochofen selbst wird aufgeteilt in die Gicht, den Beschickungsbereich, Schacht, Kohlensack, Rast und Gestell. Im Gestell sammeln sich das flüssige Roheisen und die Schlacke. Die wassergekühlten Außenwände aus Stahl und die Ausmauerung, hier Zustellung genannt, müssen der enormen Hitze bis zu etwa 15 Jahren standhalten. Eine Ofenreise lang, wie die Hüttenleute sagen. Ein moderner Hochofen mit einem Gestelldurchmesser von rund 15 Metern, unten hinein passt bequem ein mittleres Einfamilienhaus, liefert bis zu 12.000 Tonnen Roheisen am Tag. Das sind über 1400 Kubikmeter. Für eine Tonne Roheisen benötigt man 1,6 Tonnen Erz, 0,01 Tonnen Zuschläge, Kalkstein oder Kies und 0,5 Tonnen Reduktionsmittel, nämlich Koks sowie Staubkohle oder Öl. Möller und Koks wandern in etwa 6 Stunden von der Gicht bis zum Gestell. Dort sammeln sich die schwerere Schmelze und die leichte Schlacke. Heißwind, oft mit Zusatz von Öl oder Staubkohle und Koks, erzeugen Temperaturen bis über 2000 Grad Celsius.
Man kann sich den Hochofen als ein riesiges Reagenzglas vorstellen, in dem mehrere chemische Prozesse gleichzeitig ablaufen. Die Eisenoxide werden reduziert und das Eisen nimmt Kohlenstoff auf. Er wird im Eisen gelöst. Dieser gelöste Kohlenstoff wird später im Stahlwerk durch Aufblasen von Sauerstoff wieder entfernt. Schlacke und Gichtgas sind wertvolle Nebenprodukte. Übrigens, im hier gezeigten Ofenschaubild sind noch separate Abstichöffnungen für Roheisen und Schlacke vorgesehen. Moderne Hochöfen haben nur noch eine Abstichöffnung. Die Trennung von Roheisen und Schlacke erfolgt in einem Siphon, dem sogenannten Fuchs. Es ist immer wieder faszinierend, eine Hochofenanlage zu besichtigen. Hauptattraktion ist natürlich die Ofenhalle. Hier erleben wir den Abstich. Das flüssige Roheisen und die ebenfalls flüssige Schlacke fließen in getrennten Rinnen zu den entsprechenden Behältern, die hier Pfannen genannt werden. Der Schmelzer schöpft eine Probe, füllt sie in eine kalte Form, kühlt sie ab und zerschlägt sie dann. Sie ist spröde. Er sieht am Bruchbild, ob die Charge in Ordnung ist. Dazu gehört jahrelange Erfahrung. Vielleicht gelingt uns auch der Blick durch das Schauloch in einer der Windformen. Hier können wir durch ein Schutzglas beobachten, wie das weißglühende flüssige Roheisen über die noch festen Bestandteile im Innern des Ofens herabrieselt und wie Staubkohle eingeblasen wird. Neben der Kontrollzentrale, in die wir einen Blick werfen, befindet sich das Untersuchungslabor. Hier wird mittels Spektralanalyse die genaue Zusammensetzung des Roheisens ermittelt. Nun wieder zurück in die Halle. Hier fließt inzwischen das Roheisen in großen Mengen in bereitstehende Pfannen, die wegen ihrer Form Torpedopfannen genannt werden. Torpedopfannen sind fahrbare Großbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 300 Tonnen. In ihnen wird das Roheisen zum Stahlwerk transportiert. Die Vorgänge im Stahlwerk werden in einem weiteren Wissensfloater, Stahl 2, vom Roheisen zum Stahl, beschrieben.